Jo Leute, herzlich willkommen zu dieser Runde Dota 2 mit Magnus. Wir gehen mit einem Clock zusammen auf die Lane und spielen gegen Doppelrange, ne? Medusa und wahrscheinlich Lion oder Shaman. Da muss man ehrlich sagen, sind wir ein bisschen am Arsch, zumindest in der Theorie. Die Lane Clock Magnus kann funktionieren, aber nicht gegen so viel Range und die Snake wird uns komplett vernichten in der Theorie. In der Praxis müssen wir mal schauen. Ich denke, wir stellen uns auf eine harte Lane eine undankbare Lane und kommen dann hoffentlich ein bisschen zurück übers frühe Midgame oder so. Jeder Last Hit zählt auf jeden Fall. Gerade am Anfang werde ich, denke ich, ein paar bekommen. Ich gebe Bracer und nicht Raceband. Beides kaufe ich nicht, weil wir nicht mehr Level 25 Verdopplung haben. Das wurde ja im Patch geändert. Der ist auch nicht schlecht für ihn. Also beides macht Sinn. Wahrscheinlich ist sogar Raceband in vielen Fällen besser, aber ich will hier in dem Spiel ein bisschen mehr Lebenspunkte. Und wir gehen sowieso noch Power Threads. Könnte sein, dass ich die dann auf Agi lasse oder so. Vielleicht noch Magic Wand, mal gucken. Und dann ja, ich glaube wirklich, dass ich so Dagger Echo Saber hier kaufen will. Ich habe Bock auf Auto-Attack Damage, aber einen Dagger brauche ich natürlich. Und möchte dann auch mit AP einiges treffen. Die werden ziemlich verteilt stehen, die Gegner. Naja, vielleicht klumpen sie mal. Abwarten. Wir haben relativ viel AOE, Wombo-Kombo, Teamfight-Potenzial mit SF, mit Shaker und so weiter. Na, die werden wir kriegen. Zwei kriegen wir. Horn calls to horn, and it make way. I am under attack. So. Ansonsten habe ich noch Infos und zwar. Wow, haben wir First Blood bekommen. Ja, Razors auf 1, ne? Richtig stark. Geil, schöner Start. Und zwar gibt es mal wieder Live-Dota. Es ist schon eine Weile her, dass das TI gelaufen ist und jetzt kommt ein 1-Million-Dollar-Turnier in die finale Phase dieses kommende Wochenende. Und ich werde es casten. Zumindest die Playoffs, PGL, Wallachia oder so heißt das. Wir werden immer ab 15 Uhr live sein. Ab Donnerstag sogar schon. Und bonk. Genau, so, das muss sie so machen, aber das Problem ist halt, die Snake trifft mich auch immer. Da hat sie einfach ein glückliches Matchup zeitgleich gepickt mit mir. Mhm. Ja, wir werden immer Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ab 15 Uhr live sein. Sonntag sogar zum Finale ab 14 Uhr und dann zwei Best of Threes gucken. Das sind auch die letzten des jeweiligen Tages und so marschieren wir durch die Playoffs. Wir sind live Dota wieder gemeinsam. Den Pros zusehen, wie sie es spielen auf dem aktuellen Patch. Seid ihr herzlich zu eingeladen. Ist auch das letzte Video davor. Nice, er hat den nicht bekommen. Leider ist er den Naya auch nicht mehr durchgegangen. Also ich glaube, er hat den nicht bekommen. Ja. Du sagst zurzeit relativ stark. Also selbst hätten wir jetzt ein etwas besseres Matchup, wäre es nicht unbedingt easy. Mir fällt wenig ein, was eine Medusa auf der Lane besiegt, wenn sie einen ordentlichen Support an ihrer Seite hat. Einfach weil Snake Spam sehr, sehr stark ist. Ist in dem Fall schneller, ihn einmal anzugreifen, als wegzurennen. Ah ja, Dusa kann natürlich immer schön daher herbessen. Oh, Missklick, verdammt. Enlastet. Ich werde Tangos brauchen nochmal. Überlegt, ob Shockwave oder Skewer da besser ist. Ich glaube, Skewer war die richtige Entscheidung. Ich konzentriere mich hier auf die Last Hits. Kurz den Space ohne Line nutzen. Hatte ich ein bisschen zu viel getraut einmal. So, wir machen so. Darauf habe ich gehofft. Und eigentlich brauche ich einen Stick, ne? Ja. Benutze mal die Branches nicht für den Tango. Ja, ich muss das so machen. Schade. Ist genau die Lane, die ich erwartet habe. Ehrlich gesagt schlagen wir uns sogar besser, als ich dachte. Okay. Zumindest an den XP dranbleiben. Der Dings hat die Blume geholt, der Clock. Zum Glück macht der Lane einen Fehler. Ich nicht ran. Keine Wahl, ich muss das so spielen. Ich brauche zumindest ein bisschen Last Hits. Jetzt habe ich zumindest Boots dagegen. Vielleicht sind die ein Stack, die Dusa ist Immortal und der
Lion unterstützt sie, weil der spielt deutlich schlechter als sie. Aber ist egal, weil er muss ja nur Drain spammen. Ich habe irgendwie Spikes, wenn er mich draint, habe ich das Gefühl. Ich weiß, ich bin auch geslowed, aber das meine ich nicht. Ah, den Mindscrip kriege ich nicht. Ah, das ist so. Ach ja, das macht ja doppelten Schaden gegen Creeps. Ich glaube, das ist noch so. Bisschen später Magic Wand, aber im Spiel mache ich es noch. Eigentlich kann er ihn da einsperren, finde ich. Egal. So, der Range Creep da, der wird nicht denybar. Ja, sie hat es nicht geschafft. Nice, das ist gut für uns. Wir pushen. Also die Gegner pushen, was gut für uns ist. Jetzt der Tango. Krass, dass die Snake mich nicht erwischt hat. Freut mich. Okay. Ich überlege gerade, ob wir irgendwie den Lion einmal töten können, weil User kriegen wir eh nicht. Dazzle ist raus, das wollen wir nicht sehen. Nicht unser Dazzle. Ich kann leider heute für euch nicht schneiden. Nächstes Mal dann wieder, sonst würde ich die Pause überspringen. Also müssen wir uns gemeinsam ein bisschen gedulden und uns ein wenig umschauen. Liked übrigens gerne das Video als kleine Erinnerung. Gesehen, dass echt mehr liken, wenn ich das sage, was ich voll cool finde. Hat mich sehr gefreut in den letzten Gameplays. Also danke für euren Support an der Stelle. Der SF hatte ja First Blood. Ah, nee, hat er nicht bekommen. Das hat tatsächlich der Dazzle vorhin bekommen. Es sieht in Ordnung noch aus bei ihm halbwegs. Ich pause auch mal. Wir wollen ja, dass unser Support zurückkommt. Der Shaker Mitte gegen Pugna. Wir haben halt sehr viel Melee, ne? Wir sind einfach das Melee-Line-Up. Zumindest auf der Top-Lane und in der Mitte. Bottom gar nicht. So, da ist er wieder. Und die Medusa macht mir sehr viel Sorgen. Aber, ja. Ich habe auch später nicht den Damage, um dabei zu kommen. Muss ich jemand anders drum kümmern. Es kann sein, dass der SF sich tatsächlich durch die durchschmilzt. Da kann ich nicht hin. Hier kann ich die Snake vielleicht erzwingen, aber ganz ehrlich, also. Zu wertvoll, die Last jetzt hier. Ja. Das sind so viele gute Creeps für mich, auf die habe ich lange gewartet. Als dass ich da dem Clock helfen würde. Kommt gleich die Schlange des Todes. Ach, zum Glück. Was? Gleich wäre eigentlich Blume. Ich glaube, wir kommen aber da nicht hin. Ja, mal sehen. Jetzt können wir M-Power tatsächlich in dem Game. Oh, Ball getroffen. Scheiße. Ah, naja, obwohl. Ist okay, ich habe mich kurz geärgert, dass ich das Cut da nicht gekriegt habe, oh mein Gott. Bin echt sehr happy damit gerade. Ah, das ist dann mal gut. Oh, dreh um! Er hat sich umgebracht, oder? Ah. Nee, hat er nicht. Was sie nicht so haben, ist Damage, die beiden hier. Die Gegner, nicht so viel zumindest. Klopf. Ich gebe ihm mal keine Blume, der muss sich eh heilen gehen. Sparen wir uns auch M-Power hier. Wir haben Threads, wir haben das. Ich gehe zuerst, glaub, Digga, vor dem Echo Saber. Ja. Bin froh, dass der SF eine gute Lane hat. Der SF ist auch gerade sehr Meta. Und es hat eine deutlich stärkere Laning Stage in dem Matchup da unten als wie hier oben. Gut, Range Creep gekriegt. Ich darf nicht davor skewen, sonst bricht er das ab. Aha, tatsächlich überlebt. Wenn ich 6 wäre, könnte ich hier vielleicht ein bisschen was machen. So, 2-2 Bild. Können wir eigentlich auf Agi lassen, die Twits in der Universal. Okay.
Noch ein bisschen Geduld bis zur Rune brauchen wir. Angenehm mit den Tengus gerade. Ich hab nicht so Bock, Heilung zu kaufen. Den kriege ich nicht, ne. Gegen die Snake. Da kommt Pugna. Er ist ja die 7, Bro. Er hat kein Mana. Er hat kein Mana gehabt. Nicht Wund benutzt. Shit. Wenn ich laufe, kriegt er mich nicht allein. Oh, er ist reingelaufen, Junge. Ich hätte früher reinlaufen sollen in die Cox. Ist auch ein bisschen ungewohnt, dass man einfach reinspazieren kann für mich, bin ich ehrlich. Wurde ja erst vor 8 Jahren geändert. Oh. Naja. Hier sehen wir Medusa, wie sie lebt und lebt. Nicht lange gedauert. Wollte ja nicht wegskuren. Der Shaker hat zu viel Schaden mit Enchant Totem Spam. Von ihm mit den ganzen Tengus, Mann. Der Pugna pusht leider gleich Mitte. Einer muss da verteidigen. Es könnte sein, dass ich das bin. I will defend middle. Obwohl ich AP hab, aber... Vielleicht kriegen wir den. Er hat Slam gehabt. Oh, ich glaube, er hätte ihn stunnen sollen. Ja. Ich glaube, er hätte ihn stunnen sollen. Bubble, Occult, Broach. Ja, Bubble. Irgendwie mag ich Bubble einfach, bin Fan. Das war sein Hookshot, oder? Ja. Wollte er ja gerade schon in der Mitte benutzen. Geht da voll ab, aber ist mit zu weit weg. Zu kurz vorm Dagger. Hm, ich kann nicht pushen, ne. Er hat eine Bottle. Das ist so knapp alles. Er hat halt wenig Mana, wisst ihr? Aber mit Rune. Ich hätte mir die Bubble einfach holen sollen. Vor dem Dagger. Ist jetzt sehr verlockend, mich irgendwo in den Kampf zu begeben, aber ich weiß genau, was passiert. Ohne Dagger ist meine AP nicht so gefährlich. Dann steht einer hinterm Pugna oder so. Hab ich mich vertan? Naja, wenn ich einen TP will, habe ich mich vertan. Sonst würde es gehen, ich hätte jetzt das Quelling einfach verkauft. Auch wenn das noch ein bisschen was bringt, so ist es nicht. Oh, da wusste ich natürlich, dass wir den Turm kriegen, habe ich genau darauf geachtet. Top-Lane. So, hoffen wir mal auf eine gute AP, ne? Jetzt fängt das Spiel so halbwegs an für mich. Ich denke schon, dass Echo selber gut ist vor der BKB. Bisschen Schaden machen. Keine Kills bisher bekommen. Ich kann den empowern in Zukunft. Ist halt erst Level 2, aber... Ein bisschen pushen. Hatte nicht nur ich Bock auf die Mitte. Es ist wichtig, dass wir hinter 1 bekommen. Zu früh ist es das wert. gibt uns einfach viel Momentum. Magnus macht schon Bock mit Skewer. Hauen wir mal ab. Ich glaube, gutes Timing, um ein bisschen zu farmen. Am liebsten hätte ich jetzt gleich den Voidstone schon. Für die Mana-Regeneration. Arcane Boots will ich jetzt echt nicht mehr kaufen mit Magnus. Die wurden ja nochmal genervt. Und das wirkt dann ein wenig entgegen, wisst ihr? Oh yeah. Oh. Wir haben gerade AP-Cooldown.
Lots of farm, top guys. Wollt sie damit locken, dass sie nicht Mitte kämpfen? Ah, SF ist gegangen, ist gut. Ich sammle heute Assists. Humble Henry. Oh ja, ich freue mich echt aufs Turnier. Mal wieder casten, ist lange her. Deshalb dachte ich mir, wir machen auch schon ab Donnerstag, also dann die gesamten Playoffs. So, den Stick nehme ich an. Jetzt komme ich da natürlich nicht so gut hin, aber es ist eh noch ein wenig AP-Cooldown. Im Endeffekt ist doch noch da oben ein Kampf losgegangen. Aber der SF hat davor gefarmt und sieht okay aus. Sie sind auch ganz schön am Stompen. Medusa ist halt ein Problem. Ist immer noch... Obwohl, so stark ist sie gar nicht. SF ist einfach so stark zurzeit. Schon ein bisschen davor gespielt und jedes Mal, wenn SF irgendwo drin war, ist der voll abgegangen. Das ist wirklich krank. Das liegt vor allen Dingen daran, dass im letzten Patch die meisten Meta-Helden genervt wurden ein bisschen. Und SF nicht. Jetzt ist er halt noch krasser, er war schon davor ganz gut. Sie geht Manta als erstes. Das Master hat gar nichts, sie bucht ein bisschen was. Die haben nicht viel, die Gegner, zurzeit. So. Ich könnte jetzt versuchen, die XP-Rune zu klauen. Es ist tricky. Noch alle schon eine ganze Weile wieder am Leben, die Gegner. Aber es hat geklappt. Nicht mal das lassen wir ihn. Was gibt's denn hier? Dauer für M-Power. Klingt doch gut. Ja. Guck mal, wir geben dem Clock sogar eine dicke Lane da. Hat schon wehgetan. Scheiß Viecher. Sind Tier 2 ab 16 Minuten? 17 sogar erst. Der ist nicht allein, der Beastmaster. Wollen wir ein bisschen feeden? Mit dem Clock zusammen? Ich glaube nicht, es sind mir zu viele da. Interessantes Warding, ne? Mit zu geringem Abstand. Halbe Leben habe ich noch. Kurz vorm Echo-Server, perfekt, um einmal zu sterben. Wie hat der Skewer nicht getroffen? War egal, solange ich die beide AP. Aber war lustig. Ich spiele natürlich Ausweichdota. Ihr seht, die Medusa farmt genau da, wo wir nicht sind. Was auch korrekt ist von ihr. Und Highground gegen die wird schwer, also das Spiel ist noch nicht durch oder sowas, aber wir stompen halt hart bisher. Solange es so weitergeht, ist alles schick. Ah, das ist schwierig. Es ist ein Space gegeben dazu worden. Den Ward angreifen ist Whisky, finde ich, irgendwie vom Clock da. Naja, obwohl, die trauen sich natürlich nichts Gegner. Die hat noch keinen Manta, die Medusa. Zumindest sehe ich es noch nicht, falls sie es hat. Jetzt einfach BKB. Ich könnte auch Harpune davor kaufen, gerade weil wir jetzt ziemlich weit vorne sind, aber... ich brauche schon BKB, trotz des Beastmasters hier. Wo sind die Zeiten hin, wo ich keine BKBs gekauft habe? Aber irgendwie, Dota funktioniert nicht mehr ohne BKBs. Funktioniert aber nicht, obwohl das Item so genervt wurde. Weil gegen so Lineups hast du einfach keinen Spaß, kannst dich nicht bewegen ohne, wenn du vorne reinspringst. Nichts so schlimmer als eine AP auf zwei, drei Leute und man will zuschlagen und kann nicht. Vampire Fangs wahrscheinlich. Ziemlich gut. So, wir haben gleich wieder AP. Das heißt, ich bleib hier schön dran bei meinen Jungs. Das war nicht perfekt. Bam! Schön gemacht vom Clock.
Ja, wenn wir da so die Medusa bekommen, ne? Ich werde jetzt auch nicht mit Absicht schlecht spielen, das ist halt eine kurze Partie. Ich habe, wie gesagt, schon gespielt eine Weile und heute war der Wurm drin. Also waren alle eben sehr langweilig, sehr kurz. Zumindest hat Magnus mehr Spaß. Ich will nämlich eigentlich mal Lifestealer spielen. Der ist ziemlich gebufft worden, aber der ist langweilig, wenn das Spiel schnell vorbei ist. Magnus ist der Cooler. Okay, ich hau ab. Ist mir zu heiß. Hätte ich ihn empowern sollen? Naja. Egal, ich geh vor. Bonk. Gib dir mal die Blumen. Obwohl, auch das ist mehr. Auch das braucht er nicht. Egal, da müsste nämlich kaufen. So, so. Nutzt ihr einfach. Zack. Highgorn ist wirklich schwer. Also sie hat halt ihr Manta, die Dusa, und sie hat einen Growthbow gefunden. Noch sind ihre Respawns auch recht kurz. Wahrscheinlich sollten wir den Tormentor holen, den gegnerischen oder sowas. Um sie richtig einzuschränken, die Gegner. Irgendwas in die Richtung. Bisschen irritierend, dass da kein Tier 1 mehr steht, weil wir so dominant sind, schon bei 19 Minuten. Die AP, die letzte, hat sehr viel Spaß gemacht. Die war noch Level 1. Die letzten beiden waren eigentlich cool. Aber ich habe bisher nur 2 getroffen, glaube ich. So ein 3er-RP wäre schon schön. Jetzt haben die Gegner nicht unbedingt das Line-Up dafür. Das kann aber klappen. Mal gut sehen. Der Hook ging daneben. Ich habe da auf jeden Fall einen Hook gehört. Aber es ist gut, dass wir hier sind, kurz vor Tormentor Spawn. Vielleicht können wir da ein bisschen Vision aufbauen. Ich darf, muss das da ganz schnell spielen, weil sonst stammt mich der Line. Ich weiß halt, dass der kein so guter Spieler ist, deshalb reagiert er nicht instant, aber wenn er mir da nicht entgegenläuft, dann gehe ich das Risiko nicht ein. Ich werde ihm keinen Schaden machen im Tormentor, weil ich Dagger AP benutzen will, falls die gone. Ist unwahrscheinlich, dass sie es machen, ne? Aber wir wollen es ja korrekt spielen. Interessanter Smoke. Sagt er und brach ihn ab. Ich will gerade, ob ich Top-TP für den Beastmaster und ihn sozusagen sandwiche, weil der Smoke fällt ihm in den Rücken. Ist er. Müssten wir eigentlich haben. Alter, der Schaden. Insane. Das war richtig geil. Einfach gesandwiched, den Kollegen. Einzige Chance, die hatte, war Roar TP. Weil ich keinen Bock hatte, da AP zu benutzen. Wir haben andere Pläne mit unserer AP. Oh, ich hab gar keinen Empower. Ist das eine 3er? Ist nur eine 2er. 2er-Blume habe ich zu faul zu. Push mal die Wave hier. Eigentlich müsste man jetzt wahrscheinlich irgendwie rushen, das machen wir ja ziemlich schnell mit dem SF. Und dann über ihn halt auch siegen. Hm. 4 gegen 5, ne? Ich hab schon Bock. Ja, we should. Er hat völlig recht. Nein, mein Camp! So bewegen wir uns nach Rosh. Ja, we can get it later. Just get Rosh and then go top. Oh, das ist ja geil. Wir kriegen ganz viel Stats, wenn wir viele mit AP treffen. Leider ist es noch vor der BKB, dieses Timing jetzt von mir. Das heißt, wenn ich Wand und Quelling verkaufe, wäre halt geil. Wir könnten jetzt nur unseren eigenen Tormentor machen.
Normalerweise würde man das wahrscheinlich tun. Ui, das wird eine richtig fette Ultrablume. Oh ja. Oh, noch mehr. Oh nein, ich habe mich verguckt. Ich dachte, noch eine mehr. Oh nee, ey. Scheiße. Die sind ja so stark irgendwie. Scheiße. Ja, ich kann nicht mehr zum Shop verkaufen und so. Ich muss hinterm SF stehen. Das ist so ein kranker Schaden, ne? Wir sind bei 23 Minuten. Klar hat er auch viele Items, aber es ist wirklich pervers, wie er den Tower da zerschmolzen hat. Hör euch das an. Durch die Backdoor. Ja. Jetzt kommt mal der Punkt, ne? Nein, ich hab nur einen erwischt. Ich wollte die beide haben. Wieso hätte er da sterben müssen? Ah ja, er wurde auch Cluster-klackt. Ist ein bisschen lame, aber ich hab Bock. Ich hab Bock, das hier zu farmen. Die werden die Tower, die Line eher einreißen. Das wäre meine Chance auf eine Riesenblume gewesen. Jetzt würde ich Daedalus gehen als nächstes. Einfach weil ich mit der BKB dann ganz viel Schaden mache, wisst ihr? Jetzt mal die Harpune skippen. So, und so haben wir jetzt die Lane hergeholt. Ist eigentlich ein richtig gutes Play gewesen, die Lane hier zu holen. Wir hätten das aber auch an, natürlich. Wir hätten auch bei dem nehmen können. Also. Schauen wir nochmal gleich auf den Tower und wie viel Schaden er nimmt, in wie kurzer Zeit. Ah, kein Digger. Hallo. Oh, die BKB ist noch durchgegangen, ist ja doof. Farm ich die Dinger. Kann hier grad nichts machen. Ich meine, wenn die Medusa da so steht. Ich wollte ja noch einen coolen Kampf am Ende rausholen, aber wenn sie so steht, was soll ich denn machen? Ich kann da nicht widerstehen. Na klar, hole ich sie rein ins Team. So, die Frage ist, wie viel treffe ich noch mit einer AP? Eine AP werde ich noch haben. Kann mir auch vorstellen, dass die in der Base bleiben, die Gegner einfach. Gutes Team gehabt. Also, sehr gutes Team sogar. Fand, vom Line-Up her hätten die Gegner hier uns echt stressen können, aber das SF ist einfach so abartig. Ich freue mich auf einen neuen Patch. Auch wenn der jetzt nicht mehr ganz T1-Meter ist hier, aber wird Zeit. Ja, danke. Ich will jetzt nicht nur ihn da API benutzen, sondern eigentlich. Schade. Oh, jetzt gehen wir da rein. Oh. Oh, ich hätte auch einen Decker, ich hätte es nicht aufsparen, ich hätte es aufsparen müssen. Bam! Scheiße. Ich hatte Angst, aber der SF hat. Na wohl. Hätte er angegriffen, wäre es schon vorbei gewesen. Also ich musste da einfach. Ich hätte nicht deggern dürfen davor. Für dieses blöde Skewer-Ding. Das war schon eine 3 bis 4 Mann AP. Ich habe mich selber drum gebracht. So richtig dämlich. Scheiße. Oh nein, oh nein. Bom, 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 bom. Ah, Raw. Keine Chance. Stirbt in einer halben Sekunde. Medusa ist auch gleich tot. Hätte er fast hitten können, aber gegen Stonegate ist es schwer. Die hatte, er hatte noch, wahrscheinlich noch Arcane Boots. Stimmt, Arcane Boots sind ja schwächer, dadurch ist Medusa auch minimal genervt, wenn man so will. Daedalus hat sie direkt danach, gut, interessant. War, glaube ich, egal, was sie da noch macht. Das war einfach doch dann im Endeffekt der Überstomp. Und zwar durchgängig, keine Chance. Wir haben ganz viele Assists gehabt und ja, es war ein leichtes Spiel, keine Frage. Aber es war mal schön, wieder Magnus zu spielen und ja, wenn ich jetzt hier 5 Stunden sitze und alle Spiele sind scheiße, könnte ich keins hochladen, ne? Oder ich lade einfach dieses hoch. Weil das war noch das Beste heute, denke ich, und ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich komme ja mal den Clock. Ja, dann Stacks finde ich ein bisschen doof, aber Clock hat mir ganz gut gefallen. Ich fand es ganz gut, wie wir das auf der Lane gespielt haben. Gerade gegen die Medusa, wisst ihr? Also, wir hatten sogar mehr Gold bei 10 Minuten als die.
Und hier, ich glaube, da kam noch nicht so viel Hilfe aus anderer Seite. Klar, der SF ist schon snowballed, aber in unserer Lane hatte ich auch mehr. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit einen Tick mehr. Wow. Hier noch nicht. Okay. Aber da sind wir auch nah dran gewesen. Hammer. Also, das war schon ganz cool. Dafür, dass ich Magnus gerade erstmal wieder üben muss, ein bisschen. Starker Held, spaßiger Held. Macht natürlich auch sehr viel Spaß, mit dem ins Late Game noch zu kommen. Aber so eine runde Partie, die genieße ich auch zwischenzeitlich. Und ich bin ein bisschen traurig, dass ich am Ende nicht einfach noch meinen Digger aufgehoben habe. Wer konnte wissen, dass sie alle nochmal aus der Fountain rennen, um sich appeen zu lassen? Wer konnte es wissen? Scheiße. Bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis zu den Livestreams, die dann immer ab Donnerstag 15 Uhr stattfinden. Also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ab 15 Uhr. Sonntag sogar ab 14 Uhr. Wir sehen uns dort und danach zu weiteren Videos und natürlich auch weiteren Turnieren etc. Macht's gut, haut rein.